Jo Leute und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schust. Und heute öffnen wir die Just Kick It Ausgabe Nummer 4 2022. Auch hier sind wieder Extras drin zu den neuen Karten und Sticker-Serien von Panini. Und zwar bekommt man hier zwei Top-Class-Booster und zwei Top-Class-Sticker-Tütchen plus die limitierte Karte von Robert Lewandowski aus der Kartenkollektion. Das Ganze kostet 4,20 €. Ich würde sagen, glaube ich, fast die teuerste Just Kick It, die jemals rausgekommen ist. Aber man muss sagen, die beiden Kartenbooster kosten jeweils 1 Euro und die Stickertütchen eigentlich 80 Cent. Das heißt, hier wird man 1,60 Euro plus 2 Euro, also 3,60 Euro für bezahlen, plus die Limit auch was wert, würde ich mal sagen. Und die Zeitschrift, die Druckkosten sind dort beim Papier ja auch gestiegen. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange drum rum, machen die Zeitschrift direkt auf. Wie gesagt, Just Kick It immer eine richtig coole Zeitschrift und für mich auch immer ein Muss, besonders wenn da Karten drin sind. Also ich glaube, ich habe mir in den letzten 4-5 Jahren jede Ausgabe fast gekauft und wenn Karten drin sowieso, nur wenn halt sowas wie Chiri-Sets oder halt sowas wie, keine Ahnung, WM-Spielpläne oder sowas drin waren, habe ich es mir halt nicht gekauft. Aber zur WM, EM und zwischenzeitlich zu FIFA 365 und mittlerweile auch zu Road to Qatar oder hier zur Top-Class-Serie sind ja nicht immer Extras drin. Dann haben wir das Ganze hier schön mit einem Tesafilmstreifen richtig clean geklebt, dass das auch Ganze schön abzieht. Weil es ist auch das gute Tesafilm, was nicht an den Boostern haften bleibt. Die mache ich mal ganz kurz hier ab. Dann haben wir hier unsere beiden Booster. Die Zeitschrift wird dadurch auch nicht wirklich groß beschädigt. Und dann mache ich mal ganz vorsichtig hier noch die Linie ab. Das sollte eigentlich seitdem die Panini nicht mehr den harten Kleber genau gut gehen. Und so sieht die Linie von hinten aus. Also die ist komplett im guten Zustand. Auch die Ecken sind nicht kaputt. Robert Lewandowski hier mit dem schönen Design. Hier seht ihr mich im Hintergrund mit meiner Kamera. Mit einem 100er Angriffswert, 85er Control und 68er Defense und insgesamt 253er Wert. Robert Lewandowski lege ich mal oben rechts ins Bild. Die Booster und Stickertütchen öffnen wir mal, würde ich sagen, zum Schluss. Sozusagen als kleines Extra hier auch noch beigelegt. Die Karte, wie gesagt, habe ich jetzt schon gezeigt. Und dann gucken wir einfach mal in die Zeitschrift rein. Vorne drauf sehen wir einmal Jude Bellingham. 7 Poster sind dabei. Meine Aufgaben als DFB-Kapitän von Manuel Neuer. Und wer wird Meister in den europäischen Top-Ligen? Sozusagen hier die letzte Ausgabe, wo es darum noch gehen kann, da im Mai ja schon die Entscheidung am Stehen. Dann haben wir hier nochmal das Inhaltsverzeichnis und hier eine kleine Übersicht über die Extras, die bei Ligen, die Karten und die Sticker. Dann haben wir hier Bayern und Dortmund mit den letzten Spieltagen, die noch stattfinden werden. Sowie natürlich die ganzen anderen großen Clubs mit Leipzig und Leverkusen. Leverkusen strauchelt in letzter Zeit ein bisschen. Leipzig unter Tedesco auf jeden Fall eine richtig gute Mannschaft. Dann haben wir das gleiche nochmal für England. Man sieht, die gegen Liverpool haben ja gegeneinander 2:2 am letzten Wochenende gespielt. Und auf jeden Fall jetzt gut dabei. Wie gesagt, wenn Manchester City einmal Punkte verliert, muss Liverpool da sein und eigentlich alles gewinnen. Chelsea ist gut dabei, Manchester United leider nicht mehr so. Haben wir letztes Wochenende ja auch gegen Everton verloren. Arsenal da vorne dabei, auf jeden Fall auch West Ham und unter anderem, wie eigentlich jedes Jahr, auch die Tottenham Hotspurs. Dann haben wir in Spanien den Titelkampf. Real hat eigentlich fast schon die Liga gewonnen. Barcelona ist jetzt unter Xavi, wie gesagt, wieder richtig krass. Aber nächstes Jahr, denke ich mal, wird das dann eher wieder was mit der Meisterschaft. Barcelona hat 9 Punkte Rückstand auf Real Madrid. Sollte, denke ich mal, nichts mehr werden. Real Madrid hat sich am Anfang der Saison, wo Koeman halt auch Trainer war, schon die Punkte rausgeholt. Dann haben wir Spannung in Italien. Ja, dort ist wirklich alles spannend. AC Mailand, Inter Mailand, SSC Neapel, Juventus. Die vier, würde ich sagen, können auch die Meisterschaft gewinnen. Dann haben wir noch Frankreich, die eigentlich fehlen. Genauso hier sieht es aus. Paris, wie gesagt, eigentlich schon Meister, haben 15 Punkte Vorsprung vor Marseille. Wie gesagt, da wird, denke ich, auch nichts mehr anbrennen. Dann haben wir hier ein Abo-Angebot für die Top-Class-Serie und dann hier herausragende TFB-Kapitäne. Da werden hier direkt 4 vorgestellt. Draxler war hier tatsächlich mal Kapitän. Dann haben wir Neuer, der eigentlich jetzt in letzter Zeit immer Kapitän ist. Und früher Beckenbauer und Matthäus. Dann die ganzen hier mit den Rekordspielern, wie viele Länderspiele sie als Kapitän gemacht haben für die deutsche Nationalmannschaft. Und dann haben wir hier den Starcheck von Jude Bellingham für Dortmund und für England mit den ganzen Erfolgen. DFB-Pokal, England-Debüt und bei Birmingham natürlich seine Karriere begonnen. Dann haben wir hier nochmal ein Gewinnspiel für den Europapark, Werbung für die Top-Klassiker und dann haben wir Poster von Messi bei PSG, ich würde sagen Julian Brandt beim BVB, Süle bei Deutschland, Salah bei Liverpool, André Silva und Christopher Nkunku, würde ich mal sagen, bei Leipzig, Grifo bei Freiburg und dann noch ein großes Poster von Gnabry bei den Bayern und dann die Rückseite jeweils mit Nkunku, Grifo, dann haben wir noch Salah, Niklas Süle, Julian Brandt und Leo Messi, dann haben wir hier nochmal ein kleines Gewinnspiel für einen Schulrucksack, könnt ihr gerne mitmachen, wenn ihr wollt. Und dann noch DFB-Stars erklären. Fußballbegriffe war ja beim letzten Mal schon dabei. Und hier haben wir einmal Thilo, was ist ein abkippender Sechser? Und Jo, was ist ein Mentalitätsmonster? Wie gesagt, Leute, abkippender Sechser kann gerne mal in die Verteidigung gehen. Also jemand, der halt mit sozusagen in die Verteidigung reinrutscht, hinten bleibt bei Angriffen. Sowas wie, würde ich sagen, fast ein Kanté oder Emre Can.
würde ich mal sagen, bei Deutschland. Und Mentalitätsmuster ist halt stark, hat immer sozusagen die Fassung, so wie Kimmich eigentlich immer, weiß immer, wie es weitergeht. Dann haben wir hier die Bayern-Karten von der Top-Class-Serie mit den Teammates unter anderem von Coman, Gnabry und Goretzka, die Idols mit Müller und Süle. Dann haben wir Team Kalas, Sané und Upamecano, Top-Karten von Davis, Kimmich und Lewandowski, Captain Neuer, Rookie Tillmann. Dann haben wir die 11 hier, Limited Editions, gibt es Musiala und Lewandowski und dann noch hier insgesamt, wenn es dick kann, die ganzen Sticker abgebildet, also Top Class, alles was Panini dort für die Bayern gemacht hat. Aber viele Teammate-Karten sind hier gar nicht abgebildet. Steht auch insgesamt, gibt es 11 Stück, davon sind nur 3 abgebildet. Dann haben wir hier noch Werbung für die Women's Euro Sticker, die jetzt bald rauskommen werden. Dort kostet eine Stickertüte halt 1 Euro. Das für so ein Frauenturnier. Ich habe irgendwie Angst, dass wenn die WM-Sticker und Karten halt rauskommen im Winter oder im Herbst, dass die richtig teuer werden. Da habe ich richtig, richtig Angst vor. Und ein Album. Auch 2,90 Euro. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, sowieso Frauen ist ja immer so eine Sache, ob ich die sammle oder nicht. Aber bei den Preisen, glaube ich, verzichte ich drauf. Dann haben wir nochmal Werbung für die Top-Class-Sticker und Karten und für das Buch von Julian Nagelsmann hier. Kicken wie Profis. Auf jeden Fall auch seine Empfehlung. Dann haben wir die Top 25, Mbappé auf die 1, Lewandowski 2, Messi 3, Haaland 4 und Kimmich 5. Neu dabei sind unter anderem Griezmann oder auch ein Toni Kroos. Bei den Teams hat sich nicht wirklich viel getan, nur Dortmund und PSG haben die Position geändert, sonst die Top 5 gleich. Wenn man abstimmt, kann man diesmal unterschriebene Karten von Pavard und Neuer aus der Road to Qatar-Serie gewinnen. Und haben wir noch die Leserbriefe sowie die Geburtstage von Baku, Brandt und Lukaku. Dann die restlichen Spieltage der Bundesliga, zweiten Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League, Europa League und Conference League. Und dann kommen wir noch zur Wissenstrainerbank und dort haben wir die Topscorer der Liga. Also insgesamt, wer die meisten Vorlagen und Tore sozusagen dieses Jahr gemacht hat. Und dann noch hier ein Chaos-Kicker-Comic. Sowie dann noch die Leserelfe, die jedes Mal dabei sind. Diesmal von Paula, Gustav und von Luis und Mika. Paula hat sozusagen eine Frauenelf sozusagen gemacht. Auch, würde ich mal sagen, fast zum ersten Mal. Dann die beiden hier einfach aufgezeichnet und ausgeschnitten aus der Kicker von diesem Top-Bereich. Und der Gustav aus Wuppertal hat es mit den Road to Qatar-Karten gemacht. Und tatsächlich mal eine Elf, die nur aus Panini-Karten besteht, ist ja auch nicht immer. So, und dann haben wir noch einen Ausblick auf die nächste Ausgabe, die kommt am 20. Mai raus und dort ist eine Mbappé-Limit sowie 10 Sticker der Frauen-Europameisterschaft dabei. Ich weiß nicht, wie gesagt, werde ich trotzdem, denke ich mal, öffnen wegen der Karte. Also eigentlich, wie gesagt, immer alle Just Kickets Ausgaben bei mir auf dem Kanal, aber die Sticker werde ich mal, denke ich, dann nicht sammeln. Dort haben wir dann hier das Exemplar und dann gucken wir uns noch die beiden Stickertüten, würde ich mal sagen, zuerst an. Dort haben wir auch hier beide Designs, die es gibt. Habe ich ja schon viel auf meinem Kanal geöffnet. 5 Sticker fehlen mir noch, vielleicht finden wir ja einen. Unter anderem fehlt mir ja auch noch dein gutes Teilchen von dem Atletico Madrid Porträt oder von der 11. Auf jeden Fall haben wir dann als Sticker Alvaro Morata, Milan Skriniar, Rodrigo Bentancur, Andy Roberts und Karim The Dream Benzema nochmal als Rekord-Top-Statistik-Sticker. Und dann noch das zweite Sticker-Tütchen. Hier finden wir Vividi Virgil van Dijk. Dann Ajax, linke Seite mit Passwehr, Masraoui, Timber, Martinez. Manchester City beim Jubel des Premier League Pokals oder der Premier League Trophäe. Dann haben wir Eduardo Camavinga und rechte Seite vom Interfoto mit Perisic, Lautaro und Edin Dzeko. Und dann noch 2 Kartenmuster, hier sind 6 drinne. Auch hier beide Designs, einmal links Gravenberg und rechts das mit Jadon Sancho. Promotion-Päckchen, aber ich denke mal, bei Panini heißt das in letzter Zeit ja nichts mehr. Dort hat man ja eigentlich in letzter Zeit bei den Promotion-Päckchen auch Top-Master-Karten, wie ich zum Beispiel, ziehen können. Dort haben wir Team-Color Araujo, Shaw, dann haben wir Jonathan David und Lorente. Und unsere 2 Power-Karten sind einmal Top-Forward Messi und Jonathan Bamba als Idol-Karte für Losk Lille. Also eine Karte aus der Pride und eine aus der Top-Kategorie. Und dann kommen wir noch zu unserem zweiten Päckchen. Vielleicht finden wir ja noch eine Signature-Karte oder eine Hero-Karte. Hero sind ja die Legenden- und Rookie-Karten. Kann auch sein, dass wir hier wieder was anderes ziehen können. Aber hier haben wir auf jeden Fall Kimmich, Milner und Perisic. Und tatsächlich haben wir 3 Power-Karten in den Booster. Also das geht auch hier. Dort haben wir einmal Luka Modric als Top-Midfielder. Dann haben wir die Dortmund-Lineup und zwar die mittlere Hälfte mit Guerrero, Bellingham, Witzel und Dahoud. Und noch ein Idol von Bastoni von Inter Mailand. Das war es jetzt mit der Just Kick It Ausgabe 422 mit der Robert Lewandowski Limit. 2 Kartenboostern und 2 Stickertütchen. Wie gesagt, leider ein wenig teurer, aber ich denke mal, es lohnt sich. Trotzdem, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Checkt hier noch die Playlist aus, genau wie hier. Ihr könnt abonnieren und hier noch ein Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.